Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist heute der 31. Mai, live aus dem Traders Club 24 Live-Trading-Raum. Wir bereiten uns vor auf den DAX-Ausbruch. Es ist jetzt gleich 5 Minuten vor 9. Gestern haben wir nicht getradet aufgrund des Feiertages. Heute haben wir eine Trading-Range von 27,2 Punkten und wir platzieren dann gleich die Order. Werden die Range hier nicht verkürzen. Ich denke mal auch hier mit 27 Punkte heute kommen wir eigentlich ganz gut weg. Hier wäre eine kleine Unterstützung jetzt von der letzten Phase, wären 18,6 Punkte, aber wir bleiben bei der Range heute von 27,2 Punkten. Eingestellt 0,10, 0,10 Linien sind schon mal platziert. Wir haben sie noch nicht aktiviert. In dem muss ich links auf diesen Button drauf drücken, um das Ganze zu aktivieren. Erwarten wir noch mal, vielleicht kommt der Markt noch mal ein Stückchen runter. Das Gap, die Kurslücke haben wir hier geschlossen, wo mein Fadenkreuz ist von gestern. Meld mich dann gleich noch mal. So, wir platzieren die Orders. Eins ist jetzt platziert. Und dann schauen wir uns gleich die Eröffnung an. 2 Minuten noch. So, die erste 5-Minuten-Kerze ist gleich zu Ende. Wir sehen, wir sind unten ausgebrochen. Aktuell 10.335. Aber Kurs ziert sich noch. Das sind immer die ersten 5 Minuten. Meld mich dann gleich nochmal. Oh, die Hälfte der Strecke, über die Hälfte haben wir. Muss noch ein Schub nach unten kommen. Jetzt sind wir gleich beim Daily Pivot 9.325. Kann mal den Daily Pivot mal reinziehen im DAX. Oh, jetzt sehen wir hier bei 25 jetzt erstmal gehalten. Das ist der Tagespivot für den DAX. 10.325,9. Dann bricht der Markt hier unten durch. Ist noch die nächste Zone dann 10.301. Wir brauchen noch 0,4, 0,5, also Hälfte der Strecke haben wir. So, es fehlen noch ein paar Punkte im DAX, dann sind wir draußen. Nach wie vor Kampf um den Daily Pivot. Und bei 0,10 sollten wir aus dem Markt draußen sein. Jetzt sind wir draußen. Trade in den Gewinn gebracht. Ihr habt diesmal das auch komplett live hier miterlebt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Handelstag und dann bis morgen.